Hi Leute, guten Morgen aus Ballenberg. Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Tag. Ich bin gerade auf Reisen tatsächlich. Ich bin ungefähr in dem coolsten Haus der Welt. Ich zeige es auch gleich direkt. Und ich wollte euch generell einfach mal ein kleines Live-Update geben. Ich wollte euch ein bisschen mich erzählen. Ich wollte euch Ballenberg zeigen. Ballenberg ist wirklich so wunderschön. Und ja, das ist der Plan für heute. Ich hoffe euch. Wenn man nicht so viel Deutsch redet, ist es manchmal ein bisschen schwer, Deutsch zu reden. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Aber ja, ich wollte sagen, wir machen uns eine ganz schöne Zeit zusammen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und wir sagen, let's go. Hi Leute. Also erstmal, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich sehe auch halbwegs wieder aus wie ein Mensch. So, meinen Haaren. Erstmal, sorry, dass mein Face war so mega nah an der Kamera ist. Ich habe tatsächlich nur mein iPhone zum Filmen. Dementsprechend ist mein Arm leider nicht so lang. Ich zeige euch mal das Hostel, wo ich bin. Das ist, wie gesagt, die Arts Factory in Byron Bay. Ein wirklich wundervolles, so liebevoll gestaltetes Hostel mit so vielen coolen Menschen. Ja, schaut einfach selber. All of the thread that I used to tie us is coming apart, it's coming apart. All of the colors that I used, they turn dark, and I don't even know why I've been feeling so low. Got a head full of fire and got no place to go. All of the thread that I used to tie us is coming apart, it's coming apart. Hi, also ich bin gerade am Meer. Ich wollte eigentlich voll das schöne Video drehen mit dem Meer im Hintergrund und voll der schönen Landschaft, aber leider war es auch schon zu arg, deswegen habe ich es mit in so einen Park gesetzt. Ja, allgemeines Live-Update von mir. Wie geht's mir? Also ich bin jetzt seit 5 Monaten und genau eine Woche in Australien und ich habe die Zeit meines Lebens. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele tolle Menschen gelernt, so viele wirklich wunderschöne Momente hintereinander. Es ist so eine schöne Zeit, wirklich. Mir geht's so unfassbar gut. Ich bin einfach wirklich glücklich. Ich lebe gerade wirklich einen Traum, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss auch mal die Farmwork machen, weil bald wird es wahrscheinlich nicht mehr so gut gehen. Aber an sich, es waren wirklich 5 wunderbare Monate. Ich hatte ja vor 1 oder 2 Wochen so ein Video hochgeladen, das auch so ein paar Eindrücke generell gezeigt hat. Das könnt ihr hier oben mal anschauen. Und hier oben, ich weiß auch nicht genau, wo das ist. Es war wirklich ein sehr schönes Video und ich habe auch sehr schönes Feedback bekommen. Also nochmal danke an alle, die das kommentiert hatten. Ich habe bisher tatsächlich nicht so viel von Australien gesehen, was eben auch daran lag, dass ich direkt in der ersten Woche angefangen habe zu arbeiten und den Job noch 3 Monate hatte. Dann, ja, diese Woche war ich jetzt in Brisbane, in Surfers Paradise und heute und letzte 2 Tage in Byron Bay. Das habe ich jetzt sozusagen von der Ostküste gesehen. Ich weiß, es ist nicht viel, aber ich habe halt einen Freund. Das muss man dazu sagen. Ich bin sehr verliebt aktuell. Ich habe meinen Freund, der ist Australier, es haben auch sehr viele Leute mich gefragt, ja Hannah, in einem Video von letzter Woche konnte man sehen, du hast einen Freund, wo ist der denn her? Und ja, er ist Australier, ich habe ihn im Neujahr kennengelernt, wir sind also auch noch nicht so mega lange zusammen. Aber ja, es ist alles sehr wunderschön gerade, also es ist wirklich einfach wunderschön. Aber ja, abgesehen von Sydney und jetzt diesen 3 Städten, habe ich noch Nelson's Bay gesehen, ein wirklich wundervoller Ort, aber ja, das war's. Und die Mountains, da war ich 3-mal campen. Aber ja, so schaut's bei mir aus. Und dann wollte ich generell nochmal was ankündigen. Yay, so viele Ankündigungen heute. Und zwar habe ich einen Blog. Oh mein Gott, ich weiß. Jeder hat einen Blog, oder weiß, ich weiß. Aber ja, ich habe einen Blog. Ich arbeite sehr viel daran. Ich arbeite generell sehr viel an Social Media gerade, weil ich tatsächlich wieder so ein bisschen den Traum habe, mein Instagram mir so ein bisschen hochzubauen, einfach ne, mein Leben zu teilen, weil ich eben so viel Spaß daran habe. Und dementsprechend habe ich einen Blog geschrieben. Er ist immer noch nicht zu 100% feil im Design, also ich glaube, da werde ich noch ein paar Kleinigkeiten ändern. Ich verlinke ihn euch auf jeden Fall in der Infobox und ich würde mich wirklich so unfassbar freuen, wenn ihr einfach vorbeischaut, vielleicht auch nur einen Artikel lest, einfach schreibt, ja Hannah, das ist sehr cool, oder Hannah, das wäre nicht so gut, oder das gefällt mir nicht so gut, das war wieder gut. Einfach mir ein bisschen Feedback gebt, weil ich tatsächlich sehr werkverschwurz, sehr hibbelig bin und irgendwie sehr motiviert und mich noch total freue, das alles zu machen. Und ja, so viel von mir. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt noch ein paar andere Eindrücke von Byron Bay. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht später am Tag noch mal ein bisschen wieder. Ich werde jetzt zum Schwimmen gehen. Wir haben es immer noch mega früh morgens. Ich glaube gerade mal, ja, gerade mal um 9 Uhr oder so. Das heißt jetzt ein Morgenschwimmen machen in der Sonne. Ich
freue mich unglaublich. Und ja, dann bis bald. So, ich war jetzt gerade schwimmen im Meer. Wow, ich bin so intelligent. Sorry, ich habe einfach so gute Laune. Ja, es ist nicht wirklich ein Moment, wo man sich fragt, was könnte noch besser sein. Also es ist wirklich so unbeschreiblich schön. Ich hätte einfach schöne Aufnahmen machen jetzt, damit ihr es auch ein bisschen sehen könnt. Und ja, ganz viel Liebe. Mir ist gerade was ziemlich Blödes passiert, und zwar, also es ist nicht mir passiert, es ist einfach passiert. Und zwar ist mein MacBook kaputt gegangen. Ja, was macht Hannah und ihr MacBook? Nicht so viel tatsächlich. Ich habe mich gerade, schaut mal, wie schön der Mond. Sieht man den? Ich weiß gar nicht. Ich habe mich auf Station auf jeden Fall gerade mal hingelegt, mir was anderes angezogen und wollte auch eigentlich ins Bett gehen. Habe ich es aber beschlossen, noch mal kurz zum Strand zu gehen, den Sonnenuntergang anzuschauen.